Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect und wir sind hier gerade auf Presrob, einem Mond, auf dem sich eine Biotiker-Kultistentruppe versteckt oder Kommune. Ja, und wir haben uns zuletzt mit dem Freshermaw angelegt. Das ist so ein riesengroßes Weltraummonster. Und das hat den Marco hier ganz schön zerfressen. Aber zum Glück haben wir genug Omnigel, um es ein bisschen zu reparieren. Dauert jetzt natürlich ja ein Stück, bis das nächste Mal verfügbar ist. Mit F geht's übrigens, ich hab's rausgefunden. Bis dahin blinken wir so ein bisschen vor uns hin, hoffentlich erwischt uns nichts. Ah, nächste Runde. Reicht, glaube ich, wieder nicht für alles, oder? Doch, wunderbar. So, nächster Punkt ist gesetzt. Mal gucken, wir nehmen hier einfach mal alles mit auf dem Planeten. Mond. Oh, und da sind Gegner markiert. Mal schauen, was das ist. Und hier seht ihr, Marco kommt fast überall hoch. Wow. Was ist das? Sehen aus wie Söldner. Also sahen aus wie Söldner. Gibt's hier was? Nö, ich finde nichts. Nur dann waren es halt wenigstens geschenkte EP. Wo können wir denn sonst noch hin? Tut mir leid, Marco. Ja, Kruzifix. Gut, hier gibt's noch Minerale, also. Mal dahin. Oder Metallvorkommen, was auch immer. Mal schauen, ob wir hier direkt rüberkommen. Na komm schon, wenn die kleine Lokomotive das schafft, schaffst du das auch. Da liegt's doch, oder? Ja. Was haben wir gefunden? Uran. Warum auch immer wir da irgendwas hacken müssen. Ja, zu der Kolonie da wollen wir eigentlich als letztes. Schauen wir uns erstmal nach hier oben um. Oh, ja, das schaffst du jetzt nicht mehr. Okay. Gott. Oh, Shepard muss er drin so das Kotzen kriegen. Wir haben ja auch noch Garrus dabei. Wir gar nicht wissen, wie die Kotze von Turianern stinken muss. Wir können ja nicht mal dasselbe essen wie wir. So, was für eine Anomalie ist denn da? Es sind sogar zwei drin. So, jetzt. Ah, da unten. Irgendwas zu erkennen. Also auf Anhieb nicht. Ich sehe zumindest keine Gegner.
haben wir denn da? Beschädigtes, was? Minen-Dings? Keine Ahnung. Das war nicht eingepackt. So, was ist das? Uralte Trümmer. Turianische Insignien. Achso, ja, das ist auch eines dieser Sets, die wir vervollständigen müssen durch Sucherei. Was ist das? Minenfahrzeug. Vorderfront des Markus durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer tot sind. Noch immer rieseln in den fast vakuumüblichen... Ja, okay. Gut, nicht weiter relevant für uns. Da drüben haben wir nochmal Trümmer. Und danach können wir dann bald zu den Kultisten. Ne, also wir sind gerade hier, weil eben so ein Ex-Allianz-Soldat sich einen Biotika-Kult unter den Nagel gerissen hat. Ne? Also das so zur Erinnerung, Biotika sind, so wie wir, Leute, die halt Biotik einsetzen können. Da. Und das ist halt so ein bisschen wie die Macht. Man kann dann durch Gedanken Sachen bewegen. Und an denen wurde mitunter ziemlich böse rumexperimentiert. Elektronikfähigkeit zu... Was? Sowas kann passieren? Braucht jemand mit Elektronikfähigkeit hierfür? Das ist doch lächerlich. Kann ich mein Team noch ändern? Muss ich hier dann nochmal extra landen dafür? Was für ein Schwachsinn. Werde ich eventuell kurz offscreen machen, nachdem ich hier fertig bin. Das ist ja echt lächerlich. Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal mit dem Infiltrator durchgespielt, hier auf 100%. Da war das Ganze dann natürlich ein bisschen anders, was meine Tech-Fähigkeiten anging. Ich nehme jetzt mal an, dass ich dann einfach nur einen Companion mit haben muss, der Elektronik geskillt hat. Ich hoffe mal... Was war denn das? Was haben wir denn bei Tali geskillt? War da Elektronik dabei? Mal gucken. Oh Gott, nein! Versuchen wir es mal in einem anderen Winkel. Oh! Okay. Ja, das ist wohl die Kolonie, zu der wir hinwollen. Und dann müssen wir erstmal noch Mineralien. Was haben wir da? Gold! Das können wir doch mit dem Schiff mitnehmen, oder? So, ich glaube, wir müssen erstmal in dieses große Gebäude da. Klopf, klopf, ich bin von der GZ. Haben Sie alles angemeldet? Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Er hätte diese Ermittler nicht töten sollen. Dieses Problem wird nicht so einfach verschwinden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Er führt Sie alle in den Tod. Wenn Sie gegen die Allianz kämpfen, werden Sie alle abgeschlachtet. Ich bin Ihre letzte Chance. Lassen Sie mich mit ihm reden, oder die Leute müssen sterben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Gerne, aber erstmal gehe ich hier rein und nehme doch alles mit. Ja, also wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten mit dem Überreden, dann hätten wir uns hier durchkämpfen müssen und dann irgendwie hinten die Tür öffnen. Ooh.
Ja. Garrus, du kannst keine Elektronik, ist ja unfassbar. Präzisionsgewehr, sehr schön. Und taktische Panzerung. Sturmangriffstraining, was ist das? Waffenschaden, Nahkampfschaden. Nahkampfschaden ist bei den Kompanions ja sowieso Rille. Na gut. Ash, dich hatte ich länger nicht dabei. Du lernst schießen. Ist ja nicht schön. Und du lernst dich zu panzern. Da wäre das schon mal durch. Und der Rest geht für dich in Sturmangriffstraining und Soldat. Guten Tag. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten. Kann mir gar nicht erklären, warum. Weiß jetzt leider nicht, wo hier die Container sind, deswegen grase ich einfach mal alles ab. Hier vielleicht, ja. Wir können der Allianz nicht trauen. Ja, warum traut ihr dann mir? Was habe ich eigentlich gerade in der Rüstung? Oh. Ach, das ist von denen, die wir da ausgeschaltet hatten mit dem Marco. Was habe ich eigentlich denn hier? Explorer? Sieht zwar nicht so cool aus, aber ist ein bisschen besser. Ah, und ich habe schon das Notfallinterface 2 drin, alles klar. Garrus. Jetzt auch. Ah, oh, da musste ich gerade niesen. Entschuldigung. Heuschnupfen ist was Tolles. Wenigstens sind wir hier gerade nicht auf dem Planeten unterwegs, auf dem alles grün ist. Und Pollen rumfliegen die ganze Zeit. Die sieht man da als Partikel. Hier ist nichts. Ich glaube, das würde mich jetzt ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Naja, erste Hilfestation. Wuhu. Oh, und noch ein Medikit. Wuhu. Jetzt können wir uns zu Tode heilen. Irgendwie sieht das wirklich nicht so stylisch aus, das Outfit. Ich könnte mir jetzt natürlich über die Konsole eine Rüstung zusammenbauen, die halt ein bestimmtes Aussehen und bestimmte andere Werte hat. Tue ich das vielleicht sogar? Ich meine, es ist zwar auch irgendwie Cheaten, aber das ist fürs Optische. Ach nee, ich lasse es mal. So, Keil. Bling, bling. Da hinten war, glaube ich, was, oder? Nee, habe ich nicht verguckt. Wo kann man denn hier überall lang? Es ist halt bei allen möglichen Basen immer wieder hier dieses selbe Gebiet oder derselbe Raum, was auch immer, nur jedes Mal anders vollgestellt. Ist halt, naja, Gebietsrecycling, kann man nicht viel gegen machen. Das hat ja BioWare recht oft betrieben. Ich sag nur Dragon Age 2, oder ich meine selbst Svotor. Ja, wo ist... Ach, hier hinten muss ich wahrscheinlich durch. Gar nicht gesehen, dass die Tür benutzbar war. Naja, manchmal sind natürlich Türen abgeschlossen. Ist das Keil da vorne? Nee. Sieht ja richtig heimelig aus hier. Ich weiß nicht, was fehlerhaftes Objekt. Ob das irgendwie eine Fehlübersetzung ist, weil das klingt irgendwie merkwürdig. Faulty Object oder was? Ich bin Major Keil.
Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden, denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um Sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Wenn Sie nicht mit mir kommen, dann werden all Ihre Anhänger sterben. Welcher Vater führt seine Kinder in den Tod? Nein, das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein, bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Übrigens hier, wenn man nicht einziger Überlebender, sondern ich glaube skrupellos als psychologischen Hintergrund gewählt hat bei der Charaktererschaffung, dann hat man eben irgendwo eine bestimmte Taktik eingesetzt, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Und da war auf jeden Fall er hier der vorherige kommandierende Offizier von einem. Und da gibt's dann entsprechend ein paar andere Infos dazu. Ich will keine Entschuldigung. Sie müssen mit mir kommen, Major. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ja, also wir können jetzt natürlich noch alle umbringen. Tun wir das für extra EP oder lassen wir ihn? Lassen wir ihn mal. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Gut. Ja, dann wär's das. Dann können wir jetzt zurück zur Normandy. Und ich werde dann nochmal kurz hier runter marschieren und mit Tali versuchen, diese Sonde da mitzunehmen. Oh Gott, dieses Labyrinth hier. Oh, da haben wir was übersehen. Oder hab ich was übersehen? Hammer 3, das basteln wir doch gleich mal auf die Scimitar. Hab ich verguckt? War es doch nur Hammer 2? Hä? Es war keine Hammer Munition 3, sondern die Waffe Hammer 3. Na gut. Immerhin was für Garrus zum Spielen. Hat Ash eigentlich irgendwas in ihrer Waffe? Ja. So, jetzt aber raus hier. Gebäude verlassen. Ab in den Marco und zurück. Jawohl. Neuer Nachrichteneingang. Ah ja, so stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Ja, gerne. Gut. Zurück.
zurück. Oh, dass man hier erst 3000 Mal rauszoomen muss, um hier wieder rauszukommen aus dem Menü. Wo? Dann würde ich sagen, schaue ich zwischen den Folgen nochmal kurz runter und dann erfahrt ihr beim nächsten Mal, was da eventuell in der Sonde drin war, falls ich ihn gekriegt habe. Bis dahin, stay frosty.